Hi, hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan und in diesem Video geht es um die tatsächliche finale oder vorerst finale Entscheidung, ob wir einen Gaskasten im Nachhinein an unserem Haus installieren werden oder nicht. Wir haben ja bereits zwei Videos zu diesem Thema veröffentlicht. Zum einen ging es um die Entscheidung, so etwas nachträglich dann eben auch zu bewerkstelligen und was das auch für einen statischen Einfluss hat oder nimmt. Und ob das überhaupt machbar ist. Ist das Ganze umsetzbar? Und heute, wie gesagt, unsere Entscheidung, die wir getroffen haben, die wir mit euch teilen möchten. Da werden wir ein bisschen ausholen, die Ausgangssituation erklären, damit man das auch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Für die weiteren Schritte auf dem Weg zu unserem Tiny House, mit unserem Tiny House, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf dem Weg begleitet, wenn ihr unseren Kanal abonniert und um auch keine weiteren Videos mehr zu verpassen, das Glöckchen drückt. Ja. Wir haben unser Tiny House auf Rädern gebaut, also ein klassisches Tiny House on Wheels, welches aber auch von der Auslegung her sehr mobil ist, nicht nur was die Konstruktion selbst angeht, sondern auch die Materialienauswahl und auch die Versorgungssysteme. Zu Beginn war ein Versorgungskasten oder dieser Gaskasten, können wir auch Versorgungskasten nennen, vorne vorgesehen. Also vorne am Bug des Hauses auf der Deichsel, wo man ganz elegant einen solchen Kasten auch platzieren kann. Da jetzt aber die Küche dort vorgesehen war oder wir immer mit diesem Gedanken oder mit diesem Grundriss eben zufrieden waren zu sagen, wir wollen die Küche auf einen Podest ganz vorne, damit sie eben ihren eigenen Raum hat, weil die Küche uns so wichtig ist. Wir hätten ja auch sagen können, die Küche kommt in die Mitte des Hauses. Da ist sie dann auch dicht am Badezimmer und die Gewichtsverlagerung ist vielleicht etwas günstiger für uns. Nein, es war eine persönliche Herzensentscheidung. Wir wollten das unbedingt trennen. Die Positionierung der Küche ist wirklich bei uns eine super individuelle Entscheidung gewesen. Ja. Denn sinnvoller von der Gewichtsverteilung ist es wirklich, gerade die Küche auf der Höhe der Achsen zu positionieren und natürlich die Leitungswege so kurz wie möglich zu halten. Heißt, Küche und Bad nicht so weit voneinander zu entfernen. Das nochmal am Rande, doch wir waren einfach so verliebt und wir haben gesagt, nee, wir machen das so, wir werden da schon eine Lösung finden, das passt. Uns wurde also klar, dass wir viel zu viel Gewicht haben würden vorne, wenn wir auf der Deichsel einen solchen Gaskasten platzieren, plus Küche, plus Podest, plus Stauraum, dass wir gesagt haben, okay, ist ja noch Platz hinten, wir haben ja noch ein zweites Zimmer, entweder unterhalb der Treppe oder gegenüber von der Treppe, 60 cm Tiefe haben wir auch, dank unseres Grundrisses, das kriegen wir schon irgendwie hin oder irgendwo unter. Wir haben dazu auch nochmal in SketchUp ein bisschen gewerkelt, um ans Ziel zu kommen. Und dann haben wir uns mit unserem Tiny House Hersteller nochmal ausgetauscht und er hat gesagt, ihr wisst ja, was ihr für den Quadratmeter eigentlich hier bezahlt, ne? Uns angeguckt, ja. Nee, wir haben gesagt, wie meinst du das? Und er so, ja, nehmt mal den Preis, den ihr bisher gezahlt habt, geteilt durch die Quadratmeter an Wohnfläche und ist euch der Platz für die Gasflaschen im Innenraum des Hauses das wert, um da mal so ein Verhältnis reinzukriegen? Natürlich gibt es da immer mehrere Faktoren, die mitspielen. Und sein Gedanke kam aber auch, als wir den Gaskasten in SketchUp modelliert haben. Ja. Dass wir dachten, oh, irgendwie daneben sollte doch noch die Kleiderkommode hinkommen und das könnte jetzt so ein bisschen eng und bedrückend wirken. Ja, und wir haben noch mit 11 Kilo Glasflaschen. Wir haben noch mit 11 und wir haben noch mit 11 Kilo Gasflaschen gerechnet. Ja, eigentlich haben wir gar keinen Quadratmeter zu verschenken, weil, ja, ich denke, im Tiny House ist das ja sichtbar. Gold wert. Ja, Gold wert. Jeder Quadratmeter zählt. Dann haben wir ihn gefragt, ja, was gäbe es denn für eine Lösung? Am Bug ist eben kein Platz mehr, beziehungsweise kein Gewichtspuffer mehr. Können wir das Ganze denn auch am Heck des Hauses irgendwie positionieren, platzieren, installieren, wie auch immer? Dann sagte er, ja, das wäre tatsächlich eine Idee. Aber das muss ich prüfen, ja. Für uns war dann einfach klar, okay, wenn das möglich ist, dann müssen wir das wirklich in Betracht ziehen. Er wollte also von uns erstmal einen Entwurf sehen. Wie breit soll der Gaskasten werden, wie hoch? Welches Gewicht soll er tragen? Genau. Und das haben wir ihm dann alles eben an die Hand gegeben und er hat das dann durch sein Statikprogramm gejagt. Das verlinken wir euch auch gerne nochmal im ersten Video. Das war super spannend. Da hat er nämlich den Gaskasten dann, so wie wir es wollten, modelliert und dann eben geguckt, wie ist die Auslastung und welche Auswirkungen hat das auf die Statik unseres Hauses. Ist das überhaupt machbar? Und im zweiten Video dann wiederum hat er dann geguckt, wie können wir das Problem lösen mit der Auslastung, dass wir wieder die Norm erfüllen, dass unser Haus nicht darunter leidet, wenn wir diesen Kasten anbringen. Ja. Wir dachten schon wieder, meine Güte, wieder sowas Komplexes. Für uns war es einfach der Gedanke zu sagen, Mensch, wir machen da so einen Kasten dran, ist ja kein Problem, den packen wir hinten ans Haus. Denn Vorteil für uns des Gaskastens war ganz klar einmal der Gewinn des Platzes im Innenraum, mehr Wohnraum, ganz, ganz wichtig. Ja.
dann eine bessere Gewichtsverteilung, denn wenn wir mit, sagen wir mal, 100, 150 Kilo nochmal am Heck unsere Stützlast vorne durch die Küche ein bisschen ausgleichen könnten. Und wenn es nur ein bisschen ist. Seine Antwort war, ja, es geht. Aber wir müssen gewisse Balken, 5 Balken verstärken. Welches Gewicht kommt dann noch auf uns zu? Welcher Aufwand ist da mit verbunden? Und klar, die Kosten. Also im Grunde das, was wir, wie immer, was wir schon kennen. Ja. Aus Stabilitätsgründen haben wir uns, oder aus statischen Gründen haben wir uns ja dafür entschieden, den Kasten über die volle Breite unseres Hauses zu installieren. Das hat für uns dann eben die Folge, dass der im Leergewicht schon 100 Kilo etwa wiegen würde. Ne? Das sind aber alles nur Pi mal Daumen Schätzungen, denn es ist nicht genau klar, mit welchem Material arbeiten wir. Wird der Kasten aus Holz sein? Wird er aus einem Stahl sein? Ne? Aus welchem Material auch immer. Aber er hat schon gesagt, mit 100 Kilo müsstet ihr auf jeden Fall rechnen. Ja. Also 100 Kilo Leergewicht, das war schon eigentlich... Wir haben ja schon, in der Phase hatten wir eigentlich schon so ein bisschen, was heißt ein bisschen begonnen, eigentlich schon ziemlich konkret begonnen mit dem Innenausbau bzw. mit der Planung des Innenausbaus und haben relativ schnell gemerkt, wir haben gar keinen Puffer mehr. Wir blenden euch parallel jetzt nochmal ganz kurz die Abbildung ein mit der Gewichtsverteilung unseres aktuellen Standes, denn in der Zwischenzeit hatten wir uns ja bereits auch schon eine Küche ausgesucht, zumindest, sie ist jetzt noch nicht bestellt, aber eine, die schon ziemlich konkret in der Planung steckt, mit welchem Gewicht wir hier auch rechnen müssen. Das seht ihr hier nochmal aufgeführt. Dadurch, dass unsere Küche ja auch auf einem Podest steht mit integriertem Stauraum, was würde das bedeuten, wenn die Stauraumkisten vorne positioniert sind oder für den Transport nach hinten verlagert werden? Also wir konnten da schon immer konkreter vorgehen. Dann kam das Gewicht für den Fußboden hinzu. Das war uns irgendwie ein bisschen heiß. Hier nochmal zusammengefasst die aktuelle Ausgangssituation. Wir rechnen mit einem Leergewicht von 100 Kilogramm für den Gaskasten bzw. für den Versorgungskasten mit einem Preisfaktor von 1.000 bis 1.500 Euro. Dann haben wir den Zeitaufwand, und die aktuelle Covid-19-Situation. Weil wir ja nicht absehen können, wie es für uns beruflich weitergeht, wie es grundsätzlich weitergeht. Das kennen sicher einige von euch. Ja. Da wollen wir besonders einfach unser Geld zusammenhalten und lieber abwarten, denn in Absprache mit unserem Hersteller als auch unserem Gaswasserinstallateur, und das war auch ganz, ganz wichtig für unsere Entscheidung, haben wir nochmal abklären lassen, ob wir nicht auch gegebenenfalls im Nachhinein, auch wenn die Gasanschlüsse schon gesetzt sind, einen festen Kasten installieren könnten. Und das ist zum Glück möglich. Oh, ich merke gerade, ich mache mal ganz kurz die Gardinen zu. So. Also, die Plissés sind unten. Und deshalb werden wir in dieser Phase euch jetzt verkünden oder mitteilen, dass wir diesen Gaskasten, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, nicht installieren werden erstmals, sondern uns für eine mobile Lösung entschieden haben. Genau, wir werden einen mobilen Gaskasten erstmal verwenden, der bei Stand aufgebaut wird und bei Transport entsprechend abgebaut. Die Anschlüsse an der Fassade selbst werden aber die gleichen sein. Das ist zum Glück alles machbar nach Absprache. Der Stand ist ja, dass unser Haus aktuell auch bei unserem Hersteller steht. Wir haben ja auch die letzten Wochen, jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, aber auch dort verbracht und dort wieder gearbeitet, dass wir mit den Installationen auch dort abschließen möchten, was Gas, Wasser und Elektrik angeht, um dann wirklich bei uns vor Ort den Innenausbau auch eigenständig abschließen zu können, dass wir dann auch einziehen. Was nehmen wir aus dieser ganzen Sache mit? Ja, die ganze Planung des Gaskastens, die ja auch mit der Abholung unseres Tiny Houses verbunden war, hat ja doch sehr viel Zeit gekostet. Wir sind im Nachhinein aber alles andere als traurig, sondern sehr froh und dankbar, dass wir das gemacht haben, weil wir jetzt wissen, dass es ob jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist, den Gaskasten auch am Heck nachträglich anzubringen. Dass es nur wenige Handgriffe bedarf, eben die Balken in unserem Haus, die Ständerwerksbalken zu verstärken. Das wäre alles im machbaren Bereich, auch für uns. Dass wir vor Ort direkt mit den Handwerkern auch arbeiten können, um die Gaswasserinstallation oder Elektrik dann durchzuführen, die Kommunikationswege gerade auch zwischen Handwerker und uns bzw. unserem Hersteller viel kürzer sind. Ja. Heißt, wenn irgendeine technische Frage ist, dann geht man kurz ins Büro und sagt, hey, hast du gerade einen Moment, wie ist das denn? Können wir hier rein? Können wir da rein bohren? Ja, das ist einfach ein Riesenmehrwert. Für uns großartig, weil wir einfach gemerkt haben,
wie sehr unser Projekt in Stocken gekommen ist bei der Planung oder Installation unserer Versorgungssysteme. Bis jetzt hat uns aber jede Entscheidung eigentlich vorangebracht, ob sie lange vorher geplant wurde oder doch eher spontan war. Also man wächst mit diesem Projekt, das haben wir gemerkt in den letzten 2 Jahren tatsächlich. Und wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen. Wir wünschen euch Gesundheit, dass es euch und euren Familien auch gut geht und dass wir uns fit und munter in einer Woche wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.